In Innsbruck darf ich jetzt den Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck begrüßen. Gerhard Mangot einen schönen guten Abend nach Innsbruck. Guten Abend Frau Laufer. Herr Professor, die militärische Auseinandersetzung ist das eine, aber auch auf diplomatischer Ebene versucht man, in diesem Konflikt weiterzukommen. Für morgen ist offenbar eine neue Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine geplant. Heute hat es Gespräche zwischen Putin und Erdogan, Macron und auch Bennett gegeben. Können diese diplomatischen Bemühungen etwas bewirken? Nein, ich habe keine Hoffnung, dass das möglich sein wird. Putin hat zwar heute wieder gesagt, er sei bereit, seine Kriegsziele in der Ukraine entweder auf dem Verhandlungsweg oder militärisch zu erreichen. Aber was er Verhandlungsweg nennt, das ist nichts anderes, als dass Russland der Ukraine Bedingungen diktiert, nämlich diejenigen, die zur politischen und militärischen Kapitulation Kiews und der Ukraine führen. Das andere sind dann die militärischen Mittel. Und hier bin ich fest überzeugt, dass die russische Seite alle verfügbaren militärischen Mittel einsetzen wird, um diese geopolitischen Ziele in der Ukraine zu erreichen, nämlich die Ukraine ihrer Souveränität zu berauben, vielleicht sogar ihrer Eigenstaatlichkeit, wie Putin das heute angedeutet hat. Wieso lässt sich Putin dann auf diese Gespräche ein, wenn er sich offenbar davon eh nicht beeindrucken lässt? Nur manchmal geht die Initiative etwa von Macron aus, manchmal von Putin. Man bespricht die Lage, man redet aber sicherlich nur, nicht nur darüber, wie äh, der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte, sondern man wird auch über wirtschaftliche und finanzielle Fragen, die Sanktionen, noch ausstehende, kommende Sanktionen sprechen und über die Stimmung, die es im westlichen Lager gegenüber Russland gibt. Wenn es um mögliche weitere Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen geht, da wird jetzt auch immer wieder darüber gesprochen, dass man Öl- oder Gaslieferungen aus Russland stoppen könnte, nämlich zum Beispiel in der EU. Ähm, könnte das Putin zum Einlenken bewegen? So ein Handelsembargo, zumindest im Energiebereich, wäre sicherlich ein weiterer schwerer Schlag für die russische Wirtschaft und für den russischen Staatshaushalt. Aber auch da glaube ich nicht, dass sich Putin davon beirren lässt. Er will diese Ziele in der Ukraine erreichen. Es ist eine Art pathologische Obsession, die er hat, die Ukraine wieder in den russischen Orbit zu holen. Er wird sich von keinen Sanktionen davon abbringen lassen, eben auch nicht von einem Handelsembargo für Öl und Gas. Wenn es also offenbar keine Sanktionen oder Maßnahmen von außen gibt, die Putin hier ähm, beeindrucken könnten. Wie schaut es denn da mit der Situation im Land aus? Der Chefdirigent des weltbekannten Moskauer Bolshoi-Theaters verlässt seinen Posten, hat aber auch sein Amt als Musikdirektor im französischen Toulouse zurückgelegt, weil er sozusagen zwischen den Fronten steht. Gleichzeitig sehen wir, dass bei Demonstrationen in Russland tausende Menschen festgenommen worden sind, weil sie sich eben gegen diesen Krieg ausgesprochen haben. Ähm, und auch im Kulturbereich gibt es viel Kritik an Putin. Wie lange kann Putin sein Vorgehen rechtfertigen im Land? Nun, die Menschen, die heute in mehreren russischen Städten auf die Straße gegangen sind, sind sehr, sehr mutig. Aber es ist eine geringe, es ist eine kleine Zahl. Diejenigen, die auf die Straße gehen, haben erhebliches Risiko. Sie landen in Polizeigewahrsam heute nach Mitteilungen der NGO NWD Info. Uh, OWD Info, sogar über 4000 Menschen. Sie müssen Verwaltungsstrafen zahlen oder sie erleiden Nachteile am Arbeitsplatz oder an ihren Ausbildungsstätten. Aber uh, die Zahl könnte zwar steigen, aber die Polizei hat deutlich gezeigt, dass sie mit aller Härte gegen Demonstranten vorgehen wird. Und das wird auch bei größeren Demonstrantenmengen so sein. In der Bevölkerung jedenfalls muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen. Manche Gruppen sind apathisch und nehmen das Schulterzucken zur Kenntnis. Andere wieder stehen hinter diesem Krieg. Und eine andere Gruppe ist dann der Überzeugung, Putin wird schon wissen, was er tut. Vielleicht weiß er etwas über die Gefahr durch die Ukraine, von dem wir nicht wissen. Und dann eben der kleine Teil der Bevölkerung, der aktiv gegen diesen Krieg aufsteht. Sehen Sie eine Gefahr, dass sich aufgrund der Wirtschaftssanktionen die russischen Eliten von Putin abwenden und könnte das dann Folgen haben? Nun, Putin stützt sich vor allem auf die Eliten aus dem Militär- und Sicherheitsestablishment. Die stehen fest hinter ihm, die teilen seine Kriegsziele. Sie haben diese Ziele mitformuliert, sie haben die Strategie gemeinsam ausgearbeitet. Die Regierung war von Anfang an dagegen, aber selbst Ministerpräsident Mischustin spielt in diesen Überlegungen und Entscheidungen keinerlei Rolle. Rolle. Und auch die Hoffnung, dass Oligarchen ihrer Yachten, ihrer Willen beraubt, sich jetzt gegen Putin stellen, die ist vergebens. Ja, manche haben sich äh, indirekt gegen diesen Krieg ausgesprochen. Aber es ist auch ganz klar, was Putin ihnen sagen wird. Entweder er hört auf mit diesen Aussagen über diesen Krieg, oder aber ihr verliert nicht nur euer Vermögen im Westen, sondern auch das in Russland. Klare Aussagen richtet Putin offenbar nicht nur gegen seine Landsleute, sondern hat das russische Außenministerium gestern auch Richtung Österreich gerichtet. Da kam Kritik an Aussagen von Österreichs Bundeskanzler und Außenminister, die Russland ja aufgrund des Krieges verurteilt hatten. Das russische Außenministerium spricht dabei vom scheinbar neutralen Österreich. Wie ist dieser, diese Kritik an Österreich einzuordnen? Muss man darin eine Drohung sehen? Ich denke nicht, dass auf diese verbale Drohung eine ernste materielle Drohung wird. Aber es ist schon ein starkes Stück von Seiten der russischen Regierung, dass sie glaubt, Österreich einschüchtern zu können. Österreich ist militärisch neutral, aber nicht politisch. Und Außenminister Schallenberg sagt, wenn Völkerrecht verletzt wird, dann sind wir nicht neutral. Das ist gut. Aber es wäre schön, wenn Österreich bei jeder Völkerrechtsverletzung so klar Position beziehen würde. Und gerade darüber, nämlich über Österreichs Neutralität, wird ja auch jetzt aktuell diskutiert. Der ÖVP-Wehrsprecher etwa will über die Ausgestaltung der Neutralität diskutieren. Wirft dieser Konflikt die Frage auf, ob eine Neutralität in dieser Form heute noch zeitgemäß ist? Nun, ist es ist sicher immer gut, wenn ein Land eine offene ergebnisoffene sicherheitspolitische verteidigungspolitische debatte führt so etwas haben wir in österreich ja die meiste zeit überhaupt nicht aber wie gesagt diese debatte muss ergebnisoffen sein. es kann bei der neutralität. Mit neuer militärischer Kraft bleiben. Es kann ein Bündnisbeitritt zur NATO sein, aber das wird alles Fragen auf Fragen. Wovor will sich Österreich womit schützen? Was braucht das Bundesheer an Bewaffnung? Wie steht es mit der Solidarität Österreichs schon jetzt im Rahmen der Europäischen Union? Wie wäre das innerhalb der NATO? Sind Österreicher wehrfähig? Das ist eine Debatte, die eben nicht nur von Militärexperten zu führen ist, sondern natürlich von der Politik, von der Wissenschaft und von der Zivilgesellschaft. Sehen Sie hier einen Wendepunkt in Österreichs Russlandpolitik bei all diesen Fragen? Zweifellos. Also die harte Positionierung, die ich für richtig halte der österreichischen Bundesregierung, die ist äh, relativ neu. Man denkt an 2014 zurück, als Putin die Krim besetzt und annektiert hat. Da ist Putin im Juni des Jahres in Wien empfangen worden. Da gab es viel Gelächter und, und Schulterklopfen. Und auch 2018, als der Krieg in der Ostukraine Unvermindert weiterging, war Putin wieder in Österreich zu Besuch und da sagte etwa Bundespräsident Van der Bellen, es gebe keine Gründe für eine Vertrauenskrise zwischen der Europäischen Union und Russland. Also da hat man eine, schon eine sehr Russlandfreundliche Position bezogen, sich auch selbst überschätzt als sogenannter Brückenbauer zwischen der Europäischen Union und Russland. Auf uns hat in der Europäischen Union diesbezüglich niemand gewartet. Herr Professor Mangot, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und einen schönen guten Abend nach Innsbruck. Guten Abend.